Willkommen zurück zu Hollow Knight und wir sind hier immer noch im Grenzgebiet. Ist das ein Grenzgebiet oder wie hieß das? Grenze des Königreichs, genau. Und haben ja beim letzten Mal, wartet mal, ich mach's mal anders. Zack. Und haben ja beim letzten Mal hier unten diesen Bereich aufgedeckt gehabt. Natürlich mit dem großen Geo, was wir, diesen Geoblock, den wir gefunden haben. So, und wir sind jetzt momentan hier an dieser Stelle, wo wir beim letzten Mal oder halt generell nicht weiter konnten, weil wir halt die Fähigkeit zum Durchdashen noch nicht hatten. Wie man halt hier sehen kann, wo wir eigentlich noch gar nicht durchgekommen sind. Was wir aber halt jetzt können, und da gehen wir jetzt einfach mal durch. So. Und schauen natürlich, was wir jetzt hier noch finden werden. Oh. Einen weiteren Traumgeist. Das sieht mir ganz nach einem Kampf aus. Ich glaube, es könnte lustig werden. Und wenn ich das richtig sehe, naja, wir werden sehen. Erstmal zu hören, was er will. Bist weit gekommen, nur um hier am Rande der Welt zu sterben. Nein, sag nichts. Ich habe schon tausende und abertausende Worte von deinesgleichen gehört. Dein Stolz, deine Wünsche, deine Verzweiflung. Du wirst all diese Dinge mit dir nehmen, wenn ich dich niederstrecke. Wie ist denn der? Markus, aha. Zieh deine Waffe und stirb, wie alle, die vor dir kamen. Jawohl, herausfordern. Denn ich weiß, dass dieses Schild, was der da um sich rum, ja, auch dass dieses Schild halt auch Schaden machen kann. Oh. Oha, ein Doppelschild. Ah, mittlerweile. Scheint er doch ziemlich stark zu sein, aber wir kriegen eigentlich mehr als genug Seele, ohne dass wir da irgendwie großartig was machen können. Aber ich muss dazu natürlich erwähnen, wir haben auch ein extrem starkes Schwert, ne? Weil wir haben momentan halt die höchste Stufe davon. Oh mein Gott. Schwerter werden auch immer mehr. Ich möchte mal hier runterkommen. Oh shit. Oh, nice. Da haben wir einen ordentlich Damage angerichtet. Und da fällt er. Markus. Fortbestehender Traum eines gefallenen Kriegers. Das einzige Mitglied seines vergessenen Stamms, das eine Waffe führte. Mögen deine Bemühungen dich an ein würdiges Ziel führen. Hör immer zu. Nie wurde ich im Kampf geschlagen. Ich kann mich selbst dort sehen, noch schlafend. Wie lange war ich hier versteckt? Hier, am Ende der Welt, konnte mich niemand finden. Niemand, außer dir. Krieger, Ritter, Könige und selbst die Zeit, sie haben keine Macht über mich, nur du. Du bist die Finsternis gekommen, um mich zu verzehren. 1233 haben wir und wir bekommen, oh mein Gott, 1483 Punkte. Holy shit. Der Körper eines Kriegers mit einem Schild aus Nägeln. Krass. Also wenn die jetzt, falsche Taste. Wenn unsere Traumfee nachher haben möchte 1500, brauchen wir immer bloß noch 17 Stück. Also das heißt, wir sollten vielleicht doch mal noch kurz schauen, dass wir hier oben die eine Traumkugel noch kriegen. So. Und dazu werde ich natürlich. Oh, das war knapp.
Dazu werde ich natürlich jetzt erstmal da hochgehen. Erstmal dieses Insekt vernichten, denn ich muss kurz gucken, wo ich bin. Ich bin jetzt an dieser Stelle. Das heißt, ich müsste von dort aus nach links jetzt. Das wäre hier drüben. Neu. Leute, sind die mitten aneinander gekracht? Das sah gerade so aus, ne? So, genau. Hier sind wir jetzt. Und wir müssen einmal hier rüber. Denn wir haben ja noch immer nicht den Baum komplett verdammt, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Alles klar, ich komme nicht nach oben. Das ist natürlich gerade ein bisschen doof. Das heißt, ich muss von hier drüben aus nach oben. Na, dann machen wir das. Und ich finde ich so auch ganz schön schnell den nächsten Ausgang, damit ich hier noch ein bisschen was machen kann heute. Was ist ein bisschen was machen kann? Ich meine jetzt eigentlich damit, dass ich diese eine blöde Traumkugel noch finde. Und theoretischerweise ist es ja so. Was? Die hat das ausgehalten? Ist normalerweise nicht üblich, dass so ein Teil diesen Geistbeschuss aushält, aber okay. So, und irgendwo hier, da ist der Baum. Den müssen wir jetzt noch einmal aktivieren. Zwei Kugeln haben uns gefehlt. Diese, aha, gehen dort oben. Ah ja, ich sehe sie. Zack. Die haben uns genug gefehlt. Oh, wir brauchen aber jetzt immer noch 15 Traumkugeln. Die wir halt entweder nur durch Mobgeklatsche kriegen. Durch Zufall natürlich. Oder wir suchen noch ein paar Kriegsgräber bzw. ein paar Bäume. Gut. Dann müsste ich vielleicht mal schauen auf die große Karte, wo jetzt hier. Ah, da müsste ich da hoch. Hm. Ne, da tun wir uns teleportieren. Da kommen wir eindeutig besser, als wenn ich jetzt laufen würde. So, da sind wir bei unserer Traumtante angelangt. Und die wollte 1200 Traumkugeln. Wir haben 1484. Deswegen wird sie uns wahrscheinlich noch irgendwas in die Hand drücken. Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mir einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Der Traumnagel leuchtet hell. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehe, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viele, die wollen, dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben. Also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Behältst du etwas im Sinn, wird es mit dir weiterleben. Vergisst du es aber, ist es für immer versiegelt und verloren. Das ist der einzige Tod, auf den es ankommt. Ha, so sagt man. Aber genug davon. Nimm dieses Relikt und kehre mit 1500 Essenz zurück, sag ich doch. Aber viel brauchen wir ja nicht mehr. Ein arkanes Ei, was ist das denn? Oh mein Gott. Nochmal was zum Verkaufen. Wir sollten eh mal schauen, wie viel das wert ist. Weil das haben wir ja noch gar nicht verkauft. Also, das Königsidol war schon 800 Geo, ne? Und das Arcane Ei, ja, dürfte vielleicht ein bisschen mehr kosten. Ja, genau, mehr kosten. So, müsste eigentlich hier drüben sein, ne? Oh. Karte nochmal aktualisieren. Zack. Ah, da unten wurde nicht viel verändert. Und hier sieht auch noch alles halbwegs, naja, normal würde ich es nicht unbedingt nennen, aber na, halbwegs unnormal aus. Was mich mal interessiert, was hier jetzt nochmal war bei die Palastgründe, da müsste man vielleicht nochmal hin gucken.
Denn hier ist ja mehr oder weniger auch noch Riesenplatz, was da sein könnte. Deswegen denke ich mal, gehen wir jetzt als nächstes dort mal hin. Wir sind jetzt da. Das müsste ja eigentlich... Station des Königs ist es nicht. Entferntes Dorf auch nicht. Das könnte höchstens die versteckte Station sein. Mal schauen. Ja, das könnte gut sein, dass das die richtige war. Was anderes würde mir nämlich jetzt auch gar nicht einfallen, was hier unten sein könnte. Hier sind wir schon mal richtig. Hier haben wir noch eine Bank. Da tun wir jetzt auch mal speichern. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir vielleicht hier noch was finden könnten. Sieht momentan alles. Ach, das bist du. Na ja, genau, du lässt dich ja noch nicht irgendwie angreifen. Deswegen hatte ich dich auch markiert. Genau. Und hier an sich sehe ich auch nicht, dass ich irgendwie da runter könnte. Nö, dann können wir erstmal zurückgehen. Halt. Ja, so. Und dann suchen wir uns halt eine neue Ecke raus, wo wir hinreisen. Ich habe gehört, hier drüben soll noch irgendwie was sein. Aber so richtig kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Deswegen würde ich eher sagen... Mir macht das immer noch Sorgen, dass hier diese Verderbnis ist, ne? Das ist das einzige Problem, was ich noch ein bisschen habe. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal nochmal zurück zu den Lagerräumen der Stadt und wollten ja die zwei alten Relikte verkaufen. Das werden wir jetzt tun. Ich habe nämlich so ein dummes Gefühl, dass die Relikte so... Boah, lass mich mal schätzen, 1200 Geo wert sind. Könnte vielleicht hinkommen. Deswegen gucke ich da jetzt einfach mal nach. So. Dazu muss ich hier aber nach unten. War das knapp. So. Und. Genau, hier bin ich richtig. Kann ja einmal komplett durchdüsen. Ohne dass jetzt hier was sein könnte. Aber ich muss aufpassen. Denn ich muss an einem bestimmten Punkt runter. Und dieser bestimmte Punkt ist hier. Na komm noch. Oh mein Gott, zwei Schläge bloß noch für den. Hoho, das ist aber eine ganze Menge. So. Halt, ich will abwärts. Wunderbar, danke, und ich gehe weiter runter. Auf die Hoffnung, dass mich hier nichts weiter angreift. Und nichts angreifen sollte. So, da sind wir ihm. Bei demjenigen, der alles hortet. Oh mein Gott, ich habe sogar recht. 1200, so ein altes Relikt. Krass. Bin ich ja mal gespannt. Du bist ein sehr talentierter Sammler, wissen wir schon. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der uns für eine Geschichte von diesen Dingern erklärt. Ein arkanes Ei, was? Also das nenne ich alt. Solche Relikte sind der Stolz von Sammlern wie mir. Sie tragen ein Geheimnis in sich, aber es ist schwere, mühevolle Arbeit, es ihnen zu entlocken. Eine große Offenbarung lässt sich jedoch gleich erkennen. Diese Zivilisation mag zwar behaupten, sie sei die erste gewesen, doch es gab an diesem Ort schon etwas vor Heilands Nest. Jedes Ei gewährt einen kleinen Einblick in diese vergessene Zeit.
So, dann haben wir noch ein zweites. Noch einer kann es sein. Es kommt selten vor, dass jemand zwei davon besitzt. Meine Kollegen werden von Neid erblassen. Auch wenn mich meine Leidenschaft langsam in die Armut zu treiben droht. Diese Eier sind die begehrtesten Fundstücke aus der Zeit vor Heilands Nest, aber es sind nicht die einzigen Überbleibsel aus dieser Periode. Du hast sie vielleicht schon gesehen, diese alten Statuen, die scheinbar als Behälter für Seelen dienen. Sie sind auch Beweise für die Existenz jenes Zeitalters, nur in einer viel größeren und gröberen Form. Alles klar. 1700 Gold. 1000. Nee, 1700 nicht. 7600 Geo. Nicht Gold. Geo. So. Gut. Das hat man erledigt. Jetzt müsste ich normalerweise. Normalerweise müsste ich jetzt von hier aus. Ja, von wo aus müsste ich? Ich müsste eigentlich wieder nach oben. Und dann könnte ich mal einen Abstecher nach Mistmund machen, denn da hatten wir ja so einen kleinen Wurm in der letzten Folge befreit. Deswegen werde ich, denke ich mal, auch diesen Weg gehen. Nach oben zum Hirschkäfer. Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen. Ich weiß es nicht. Irgendwo werde ich schon sein. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Shit. Mist, Kacke aber auch. Ah, hier belangt man sich. Geht's denn eigentlich hier hin? Ah, alles klar, das war diese Brücke, die hier rüber führt. Ja, okay. Dann weiß ich wieder, wo ich ungefähr sein sollte oder bin. Guck mal her, ja. So. Das Geo nehme ich gerne mit. Hier war ein Raubi, der interessiert uns nicht mehr. Geht's noch höher? Geht nicht. Juppa, dann bleibe ich halt oben. Genau, die Bank war hier. Und hier ist nämlich auch dieser Dicke aufgetaucht, wo wir beim letzten Mal bloß zwei Schläge gebraucht haben. Gut. Kann ich eigentlich hier wieder durchwaschen? Komplett. Und jetzt muss ich halt hier irgendwie halbwegs unverletzt nach oben. Oben kommen. Was die alle von mir wollen, ich verstehe es einfach nicht. So köstlich sehe ich doch gar nicht aus. So. Gut, dann da rein. Und auf. Nach Mistmund. Oh Mann. Bin übelst müde. Ja gut, was willst du machen, wenn du Abend um halb eins oder früh um halb eins aufnimmst? Da ist das schon ganz schön. Na. So, hier ist nichts weiter. Dich habe ich leer gekauft. Genau. So, mit dir habe ich auch schon lange nicht mehr geredet. Ein junges Paar ist erst vor kurzem in das Haus bei der Station eingezogen. Sie scheinen. Aha, Kartengeschäft. Das könnte ein interessanter Abenteuer wie dich sein. Ist ein großer Käfer. Ich sagte ihnen, sie sollten sich ein größeres Haus nehmen, da sie ohnehin alle leer stehen.
Aber ihnen gefiel dieses eine ganz besonders. So wie ich sie... Was? So? Wie sie sich verbiegen muss, um durch die Tür zu kommen. Das würde ich mir nicht antun. Ja, das glaube ich dir. So, hier war ja. Ja. Gut. Ah, da rechts das Haus ist jetzt auch offen. Barfanada. Ich habe dir schon alles verkauft. Alles klar, gut. Genau, dieses Haus war nicht offen. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ah. Da liegt unser kleiner Käfer. Der hier. Der weiße Ritter, die Maid, erwachte in der Dunkelheit. Verwirrt sah sie sich um. Scharfe Dornen stachen sie von allen Seiten. Brennende Säure blubberte ganz nah unter ihr. Was für Albträume haben sie hergeführt? Gab es noch Hoffnung auf Überlebende? Sie glaubte sich verdammt und Verzweiflung kam über sie, bis ein Licht in der Ferne erschien, ein heller Lichtfleck, der sich schnell näherte. Es fegte majestätisch über die Dornen, sprang über das brennende Wasser und flog zur Maid. Als es sich näherte, zeigte sich ein wunderschönes Wesen mit Spitzenhörnern, die weiß schimmerten. Es steckte seine Arme dem Mädchen entgegen und packte es mit festem Griff. Die meint uns. Okay. Das haben wir gelesen. Dann passt das. Dann können wir hier das Ding hier holen. Ja, ein weiteres Maskenfragment. Und hier hinten sind wir. Sehr schön. Gut, das hätten wir jetzt erledigt. Ja, hier sind wir wieder. Zack. Hier haben wir auch noch was rumzuliegen. Noch ein Siegel von Highlands Nest. Warum auch nicht? So, und hier ging es jetzt genau wieder nach oben. Alles klar. So. Jetzt ist mein eigentliches Problem immer noch. Ich möchte